Wie viele Personen in Deutschland haben 2020 angegeben, mehrmals im Monat gegärtnert zu haben? Sind es A. 24 Millionen, B. 13 Millionen, C. 27 Millionen oder D. 5 Millionen? Wie viel wog der schwerste Kürbis Deutschlands? Ich kann schon mal ein bisschen was zu erzählen. Der Rekordhalter heißt hier Mario Weißhäupel aus Bayern. Und der Rekord geht seit 2018 mit dem größten und schwersten Kürbis Deutschlands. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute wieder mit dabei Lara. Hallo. Und heute machen wir ein kleines Quiz. Und zwar habe ich heute 10 spannende Gartenfakten für euch. Ich werde daraus aber ein kleines Quiz machen. Das heißt, ich werde euch die nicht nur einfach vorlesen. Ich werde Lara Fragen stellen und sie muss erstmal raten. Und dann am Ende, dann bekommt ihr die richtige Antwort. Ich würde sagen, willst du noch was sagen? Nee. Okay, dann viel Spaß beim Video und los geht's. Frage Nummer 1 ist eine Schätzfrage. Wir haben einmal, da gebe ich Antwortmöglichkeiten vor und dann haben wir Schätzfragen. Ja. Alles rund um das Thema Gemüsegarten, Garten, Rekorde und so weiter. Okay. Und wir fangen an. Wie hoch ist die größte Sonnenblume Deutschlands? Das heißt, wir reden nicht von weltweit, sondern von Deutschland. Ja. Der Rekord, den ich hier habe, der ist auch offiziell anerkannt im Guinness-Buch der Rekorde. Ja. Und ja, was denkst du? Ich kann einfach mal so zum Vergleich, die Sonnenblumen, die wir hier letztes Jahr haben, waren so 3, 3,5 Meter und das ist schon eine Riesensonnenblume der Sorte King Kong gewesen. Ja. Was denkst du, die größte Sonnenblume Deutschlands ist wie hoch? Ich glaube, da hast du einen Fehler gemacht, weil, als du mich zu dem Video angeschrieben hattest, hast du das als Beispiel genommen. Und da hast du irgendwas mit 6 Metern gesagt. Und deswegen würde ich das jetzt auch sagen. Genau, also ich habe Lara die Videoidee natürlich vorgeschlagen. Wir können Gartenfakten machen und habe dieses auch als Beispiel genommen. Deine Antwort ist 6 Meter? Ich glaube 6,30 Meter oder irgendwie sowas war das, ja. Okay, also 6,30 Meter ist schon ganz gut, aber die richtige Antwort ist 9,17 Meter. Oh. Der Rekordhalter heißt übrigens Hans-Peter Schiffer und wohnt am Niederrhein. Und dort hat er die gezüchtet, sag ich mal. Mhm. 9,17 Meter, ich blende an dieser Stelle mal ein Bild ein, ich schicke dir das nachher auch nochmal. Der ist da wirklich mit riesengroßen Leitern nachher dran hochgeklettert, sieht auf jeden Fall bombastisch aus. Hier auf jeden Fall mal das Bild für euch. Mhm. Okay. Aber wie dick muss denn dann der Stamm sein, also der Stängel? Also der Stamm war dann, ja, faustdick. Also ich kann, was? Ich kann, ja, also es ist echt bemerkenswert. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen dicker, aber auf dem Bild, du siehst einfach nur einen schmalen Stab nach oben, ja. Und das ist einfach nur quasi mit einer perfekten Düngermischung und perfekten Bedingungen einfach nur groß gezüchtet. Jetzt nicht auf Ertrag oder so. Okay. Jetzt gebe ich dir das erste Mal Antwortmöglichkeiten vor, das heißt A, B, C, D und du kannst entscheiden. Ja, okay. Welcher dieser folgenden Dünger hat den höchsten Stickstoffwert? Stickstoff wird auf der Verpackung übrigens als N bezeichnet, aufgrund des lateinischen Namens Nitrogenium. Und zwar haben wir da A. Ist es der Guano-Naturdünger? Das heißt, Guano ist die Ausscheidung von einem Pinguin, also vom Guano. Dünger aus Klee. C. Hornspäne. Oder ist es D. Pferdemist? Was hat den höchsten Stickstoffanteil? Ich werde danach auf jeden Fall auch auflösen, wie viel alle haben. Aber die Frage jetzt, welcher Dünger hat den höchsten Stickstoffwert? Darf ich jetzt meine Gegenfrage, wofür ist der Stickstoff überhaupt da? Stickstoff ist da, um die Pflanze wachsen zu lassen, das heißt Power zu geben. Kalium und Phosphor ist zum Beispiel dann nachher für die Fruchtsüße, Blütenbildung und so weiter zuständig. Rasendünger auch einfach nur sehr stickstoffhaltig, damit du da den Rasen sehr, sehr schnell grün bekommst. Ich lese nochmal die Antwortmöglichkeiten vor. Wir haben A. Guano-Naturdünger, B. Dünger aus Klee, C. Hornspäne oder es ist D. Pferdemist. Du hast 10 Sekunden, dann möchte ich eine Antwort haben. Pferdemist. Pferdemist? Warum denkst du das? Ja, weil das immer so dampft und so. Wir behaupten, da ist am meisten drin. Ja, also Pferdemist hat schon sehr gute Eigenschaften, wird auch von vielen Hobbygärtnern benutzt. Frischer Pferdemist, den du so bekommen kannst, hat aber tatsächlich nur 0,6% Gesamtstickstoff. Und der höchste Dünger, den wir aufgelistet haben, hat 14% Gesamtstickstoff. Mhm. Ich löse einfach mal auf, es sind die Hornspäne. Hornspäne wird ja aus dem Horn von zum Beispiel einer Kuh, was da beim
Ja, die Tiere müssen ja auch immer zum Hufe kürzen und das wird dann dementsprechend geschrotet und da ist an den Enden der Tiere immer sehr, sehr viel Stickstoff drin und das ist mit 14% der absolute Stickstoffdünger. Also wenn du was einfach zum Wachsen bringen willst, musst du nur Hornspäne mit einarbeiten. Also müssen auf jeden Fall mit eingearbeitet werden, aber du kannst zum Beispiel nicht Hornspäne auf dem Rasen verteilen, als Beispiel, weil die super lange brauchen, um sich auch aufzulösen. Dann, wenn wofür wäre das dann? Das ist zum Beispiel bei Paprika, Tomaten, also Starkzehrern, Wassermelonen, die bei der Pflanzung setzt du die mit in die Erde. Okay. So, Lara, bist du bereit für die nächste Frage? Ja. Die nächste Frage heißt, wie viele Tomatensorten gibt es weltweit? Jetzt sind wir nicht mehr bei dem Deutschlandrekord oder so, jetzt sind wir bei den offiziell anerkannten Sorten weltweit. Sind das sehr viele oder eher wenig viele? Also ich hatte im Garten davon 40. Okay. Es ist schon mal, ja, sind schon mal einige und viele ist ja Sortenvielfalt wichtig. Die haben so bis an die 200 verschiedenen Tomatensorten im eigenen Garten. Okay, und dann weltweit 20.000? Über 20.000 oder unter 20.000? Über? Richtig. Echt? 35.000. Also du warst leider nochmal auf 15.000 daneben, aber über 20.000 ist auf jeden Fall richtig. Experten schätzen auf über 35.000 Sorten Tomaten. Offiziell anerkannt, es gibt natürlich noch so verschiedene Kreuzungen, die noch gar nicht entdeckt wurden oder noch nicht offiziell als Sorte anerkannt sind. Aber es wird wahrscheinlich noch viel mehr geben. Frage Nummer 4 ist wieder mit Antwortmöglichkeiten. Wie viele Personen in Deutschland haben 2020 angegeben, mehrmals im Monat gegärtnert zu haben? Sind es A. 24 Millionen, B. 13 Millionen, C. 27 Millionen oder D. 5 Millionen? Nochmal die Millionenzahlen. 24, 13, 27 oder 5. Wie viele Personen in Deutschland haben 2020 angegeben, mehrmals im Monat gegärtnert zu haben? Der regelmäßig im Garten. Denkst du auch mehrmals im Monat? Ja, das ist die Frage. Im Januar sind man ja weniger im Garten als im Sommer zum Beispiel. Aber das wird dann ja wahrscheinlich im Durchschnitt gerechnet, oder? Das wird im Durchschnitt gerechnet. Okay. Deswegen brauche ich jetzt eine Antwort von dir. Ja? 5, 13, 24 oder 27? 24. 24 Millionen? Leider falsch. Es sind 13,6 Millionen genau. Hätte ich auch mehr erwartet, aber mehrmals im Monat. Ja. Ja, letztes Jahr hatte man ja so viele andere Dinge zu tun. Ja. Da stellt man den Garten halt mal hinten an. Ja, klar. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Fachfrage. Manche von euch werden es sicherlich wissen. Zum Beispiel manche von euch Zuschauern. Bei dir bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht hast du es schon mal gehört. Aber die Frage lautet, welches Gemüse trägt den lateinischen Namen Solanum Lycopersicum? Sind es Paprika, Tomaten, Kürbisse oder Wassermelonen? Kannst du nochmal den Namen sagen? Solanum Lycopersicum. Also wäre natürlich einfacher, wenn man Latein gehabt hätte. Ja. Dann würdest du es vielleicht wissen. Ja. Solarum war das erste, ne? Solanum. Lycopersicum. Ich habe auch sehr lange zu Hause geübt, dieses Wort dann frei jetzt in dem Video vorsprechen zu können. Das glaube ich dir. Also Solanum würde ich irgendwie Sonne sagen, aber das ist ja... Gut, was braucht Sonne? Ich glaube alles. Ja, lass mich doch mal rätseln. Hast du schon eine Tendenz? Ich tendiere zur Wassermelone. Was war danach? Solanum Lycopersicum. Lycopersicum. Boah, ey, keine Ahnung. Paprika, ja, Tomaten, Kürbisse, Wassermelonen. Ich sag Paprika. Bist du jetzt weg von den Wassermelonen? Ja, ich rate. Okay, nee, Paprikas gehören zu der Familie Capsicum. Das ist falsch. Richtig wären gewesen Tomaten. Echt? Schreibt mir gerne jetzt an dieser Stelle mal in die Kommentare, ob ihr es gewusst hättet. Im Fernsehen gibt es ja die Sendung, vielleicht bin ich schlauer als so und so.
Seid ihr schlauer als Lara, ist jetzt die Frage. Habt ihr es gewusst? Schreibt es mir in die Kommentare, auf was hättet ihr getippt. Ihr könnt sonst gerne auch mitraten. Bis ich die Antwort vorlese, vergeht ja auch immer ein bisschen. Sechste Frage. Mhm. Ich muss mal eben durchgehen. Wie viel hattest du richtig? Eine. Eine. Welche war das denn? Mit den Tomaten, oder? Ja, 20.000 und 35.000 ist ein großer Unterschied. Du hast gefragt, ob mehr oder weniger. Ja. Und dann hast du richtig gesagt. Also ich finde, das fehlt schon. Es gibt einen halben. Ach komm, gib mir doch einen. Fünf Fragen, 0,5 Punkte. Ja, machen wir weiter mit der sechsten Frage. Ich bin gespannt, ob du diesen einen Punkt noch ausbauen kannst oder ob wir da am Ende bei einem Punkt stehen bleiben. Mhm. Seid ehrlich, Freunde, macht das Quiz mit und schreibt am Ende auch in die Kommentare, wie viele ihr richtig habt. Und 10 glaube ich euch nicht. So, Frage Nummer 6. Wir sind wieder bei einem Weltrekord. Mhm. Und zwar, wie viel wog der schwerste Kürbis Deutschlands? Ich kann schon mal ein bisschen was zu erzählen. Der Rekordhalter heißt hier Mario Weißhäupel aus Bayern. Und der Rekord geht seit 2018 mit dem größten und schwersten Kürbis Deutschlands. Mensch, das hilft mir jetzt richtig weiter. Ja. Toll. Das ist keine Hilfestellung? Doch, habe ich ja. Ich habe gesagt, der Rekordhalter kommt aus Bayern. Oh, okay. Ja, alles klar. Also Bayern, weißt du ja, schon ein bisschen weiter Richtung Süden. Da sind die Sommer immer noch ein bisschen wärmer. Mit speziellen Züchtungen hatten wir eben auch bei einer Sonnenblume. Mhm. 9 Meter, also mehr als du gedacht hast. Übertrag das mal auf den Kürbis und sag mir schon mal eine Tendenz. Was denkst du? Wie viel 100 Kilo. Wiegt so ein Kürbis? Ja, 100 Kilo. Da wiegt vielleicht so ein Kern so. So ein, echt jetzt? So ein Samenkern, 100 Kilo. Aber unter 1000? Unter 1000. Okay. Mmh. 200 lockst du ein? Nein. Ich brauche jetzt eine Antwort von dir. 350. Ja. Mario Weißhäupel aus Bayern hält seit 2018 den deutschen Rekord mit dem schwersten Kürbis von 916,5 Kilogramm. Auch da suche ich wieder ein Bild raus und blende euch das an dieser Stelle ein. Lara, tut mir leid, auch Runde 6 geht leider an den Kameramann. Du brauchst mir keine Hilfe. Bisschen weniger als 1000. Ach, ich dachte ein bisschen höher. Bisschen höher als 1200 eingeloggt. Ich freue mich schon, dieses Video zu schneiden. Siebtens. Ja. Wie viele Früchte pro Pflanze gibt es im Durchschnitt an einer Cherry-Tomate? A. 296, B. 244, C. 1740 oder D. 41? Eine durchschnittliche, eine Tomatenpflanze, Cherry-Tomaten, das heißt diese kleinen. Ja. Wie viele sind da ungefähr dran? Stell dir eine 2 Meter Tomatenpflanze vor. So groß mehrere, sind die? Ja, können bis 2 Meter werden. Mehrere Rispen oder über 2 Meter sogar. Mhm. Liegt je nach Sorte dann dran, ne? Okay, und in einem Jahr dann? Oder? Genau, in einer Saison. Wir reden vom Durchschnitt, ne? Ja. Gut. Zurück zur Frage, wie viele Früchte pro Pflanze gibt es im Durchschnitt in einer Saison an einer Cherry-Tomate? Ja. Cherry-Tomate, gut 2 Meter kann die wohl werden, hat mehrere Rispen dran. An einer Rispe, sage ich mal so, sind 10 Tomaten dran. Was denkst du, wie viele sind in einer dran? An einer sind ungefähr 10. Ja, kann man wohl sagen. Wie viele Rispen hat so eine Tomate? Das will ich dir jetzt nicht sagen. Ja, lies nochmal vor. 296, 244, 1740 oder 41. Durchschnittwert, ne? Nicht jeder kann gärtnern, das heißt, manche ziehen eine Pflanze und ernten null. Manche ernten dann sehr, sehr viele. Das heißt, wir gehen nicht vom Höchstwert aus, sondern vom Durchschnitt. Ich brauche jetzt eine Antwort, A, B, C oder D. Boah, das ist schwierig, wenn du die Zahlen immer so durcheinander sagst. Also das Höchste war irgendwas mit 1000, das schließe ich aus. Das 1000 schließt du aus. Das war 41, das finde ich auch zu wenig. Mhm. Aber meinst du, dass sie alle so gut gärtnern, dass sie so viel Tomaten von den Pflanzen holen? Nee, aber wenn du sagst, an einem so einem Ding sind meistens 10 Stück und ja. Wenn dann nur... Ja, aber es hat ja auch immer viel mit Befruchtung zu tun. Das heißt, die Blüten müssen auch alle befruchtet werden von den fleißigen Bienchen im Garten. Und wenn du so in so einer
Großstadt wohnst, ist das ja immer ein bisschen schwerer, ne? Willst du mir jetzt einen Tipp geben oder mich verwirren? Weiß ich nicht. Also man kann, okay, ich gebe dir einen Tipp, man kann Pflanzen auch, oder Tomatenpflanzen in dem Sinne auch selbst bestäuben. Mhm. Aber... Das ist die mehr... Genau. Okay. Und was waren die anderen zwei jetzt noch? Also du sagst, 1041 sind raus. Ja. Das heißt, es bleibt 296 und 244. Ach, die sind so dicht beieinander. 244. 244 sagst du? Ja. Es sind leider 296. Oh. Ist leider knapp daneben, aber im Durchschnitt sind es 296. Es können bis zu 400 oder weit über 400 Cherry-Tomaten an einer Pflanze rauskommen. Hm. Und, ja. Hey, aber komm, ich war nah dran. Nah dran, trotzdem verkehrt. Mhm. Ja. Also wir können dir hier jetzt leider nicht mal einen halben Punkt geben. Eben haben wir schon sehr großzügig einen halben, dreiviertel Punkt gegeben. Ja, Runde 7 ist vorbei. Wir blenden hier an dieser Stelle mal den Zwischenstand ein. Es steht 0,5:7 für mich oder für das Quiz, für die Anforderung vom Quiz. Aber du hast immer noch 3 Fragen und ich denke, mindestens 2 davon wirst du jetzt auch wissen, sodass du am Ende 25% der Aufgaben richtig hast. Charlie und Jessica sind nicht meine besten Freundinnen, sondern Sortennamen welcher Pflanze? Pak Choi, Tomaten, Mangold oder Mais? Es handelt sich um 2 offiziell anerkannte Sorten. Vielleicht erinnerst du dich noch an unser Video, wo wir Highlights aus dem Garten vorgestellt haben. Und da haben wir dann verschiedene Sachen vorgelesen. Ja. Und du hast ein paar Highlights rausgesucht und da war unter anderem die Sorte Jessica dabei, da bin ich mir 100% sicher. Ja. Wir haben hier Pak Choi, Tomaten, Mangold oder Mais. Pak Choi. Pak Choi sagst du? Ja. Es ist leider Mangold. Also es tut mir echt leid, aber ich dachte, es wird was. Aber auch hier, knapp daneben, ist auch vorbei. So, kommen wir zur zweitletzten Frage. Der bekannteste Garten-YouTuber Deutschlands heißt... Felix Hobbygarten. Sascha, Ralf, Felix oder Lars? Kannst du auch die YouTube-Kanalnamen sagen? Okay, wir können einen Tipp dazu geben. Okay. Du bist es. Sascha hat den Kanal Self Bio. Mhm. Ralf hat den Kanal Der Selbstversorger-Kanal. Felix hat den Kanal Felix Hobbygarten. Und Lars hat den Kanal Projekt Schrebergarten. Es soll ja jetzt nicht fies klingen, aber ich würde Ralf sagen. Also nicht Felix, Sascha oder Lars. Nein. Das ist richtig. Oh Gott. Das ist richtig. Frage Nummer 9. Das erste Mal hier ein Jubel. Frage Nummer 10. Masterfrage. Wir haben 3 Punkte für dich, wenn du die folgende Masterfrage richtig beantwortest. Mhm. Und zwar, welcher dieser Pflanzen gibt es nicht? A, die roten Birnchen. B, der kriechende Hahnenfuß. C, die Salzbunge. D, das Helmknabenkraut. Oder E, die Arschgucke. Warum habe ich denn jetzt 5 Möglichkeiten? Ja, weil das ja auch die Masterfrage ist und 3 Punkte gibt. Jetzt 2 Arschgucke. Ja. Ja? Aber ich gebe einen Tipp, die Arschgucke gibt es wirklich. Echt? Okay. Ja, das ist schon mal jetzt ein kleiner Tipp. 4 Antwortmöglichkeiten bleiben dir noch über. Ich brauche jetzt eine Antwort von dir. Welche dieser Pflanzen gibt es nicht? Die roten Birnchen, der kriechende Hahnfuß, die Salzbunge oder das Helmknabenkraut? Salzbunge. Salzbunge sagst du, gibt es nicht? Mhm. Die Antwort ist, es gibt alle. Das war eine kleine Scherzfrage. Es gibt tatsächlich alle dieser 5 Antwortmöglichkeiten, die ich euch hier gerade gesagt habe. Masterfrage, leider ein Griff ins Klo. Von möglichen 12 Punkten hat Lara 1,5 gemacht. Jetzt ehrliches Feedback von euch. Wie viel hattet ihr richtig? Schreibt es unten in die Kommentare. Ja, Fazit. Lara hatte 1,5 Fragen von den 10 richtig. Wir kommen jetzt zu Frage 11. Ab wie vielen Likes gibt es ein weiteres Video hier im Garten mit dir? Letztes Mal hatten wir 243. Was sagst du, wie viele Likes für ein neues Video mit dir? Dann sage ich mal 250. Wir steigern uns um 50. Die Videos werden ja auch ein bisschen anspruchsvoller. Mittlerweile sind wir schon im Garten und wir haben was richtig Cooles für euch vorbereitet. Bei 300 Likes machen wir nämlich was Zusätzliches. Ein richtig lustiges Video auch für Instagram. Ja Leute, das war's jetzt vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's sehr gefallen. Ich gebe aber noch ab an den Gast, an Lara. Wie hat's dir gefallen? Ja, mir hat Spaß gemacht.
Ich hoffe euch auch. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Like. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und hier kommt ihr zum nächsten Video mit mir und